Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen dem HC Erlangen und der HSG Nordhorn-Lingen. Zur Halbzeit stand es 15:15. Das Endergebnis lautet 35:29. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich den Gästetrainer Daniel Kubis und unseren Trainer Michael Haas. Und ja, die erste Frage geht wie immer an die Gäste. Wie haben Sie das Spiel heute gesehen? Danke. Guten Abend erstmal von mir. Glückwunsch auf an Erlangen und Hassan zum zwei Punkten. Ich denke, wir haben heute mindestens 50 Minuten ein sehr umkämpftes Spiel gesehen. Wir haben viel investiert und leider Gottes haben uns dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen Alternativen gefehlt. Wir haben einen verletzten Spieler in der Woche, einen verletzten Spieler hier in bei dem Spiel und dann auch die rote Karte und das denke ich war dann schon ausschlaggebend für den Resultat und sonst bin ich heute einfach begeistert, mit wie viel Energie wir gespielt haben. Das war viel besser als letzte Woche und ich bin auch relativ zufrieden mit dem Einsatz. Schade nur, dass wir am Ende so viele Fälle gemacht haben in den letzten drei Minuten, war es meiner Meinung nach so vier Stück oder so. Es war schade, aber sonst denke ich, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Dankeschön. Ja, Hassan, wie hast du heute das Spiel gesehen? Ja, guten Abend erstmal. Also erstmal bin ich wahnsinnig froh und auch erleichtert, dass wir dieses Spiel gewonnen haben, weil wir standen ja schon ein bisschen unter Druck, weil wir einfach durch die letzten Auftritte auch gerade gegen die Mannschaften, die vermeintlich hinter uns stehen, nie besonders gut ausgesehen haben. Man hat es der Mannschaft auch von Anfang an, finde ich, angemerkt, dass sie so ein bisschen nicht ganz sicher waren in dem, was sie getan haben. Sind trotzdem eigentlich ganz gut ins Spiel reingekommen und wir haben vom Anfang des Spiels, schon vor dem Spiel gesagt, wir brauchen heute sehr, sehr viel Geduld, weil Nordhorn einfach eine Mannschaft ist, die sehr clever, sehr abgezockt, sehr geduldig spielt, eigentlich wenig Fehler macht. Und wir haben dann natürlich auch zum Schluss ein bisschen davon profitiert, dass auf der Nordhorner Seite schon ein paar mehr Fehler gemacht wurden. Haben dann Ende, Mitte, zweite Halbzeit nochmal angezogen. Bemerkenswert natürlich unsere Außenspieler, die, glaube ich, zusammen 16 Tore machen. Ich glaube, der endgültige Knackpunkt im Spiel war dann, glaube ich, die Minute von Christi Bissel, wo er, glaube ich, innerhalb von einer Minute drei Steals hat. Sowas hilft uns dann natürlich, das Spiel dann am Ende dann doch souverän zu gewinnen, vielleicht etwas souveräner, als es lange Zeit aussah. Also da sind wir schon ein bisschen ins Zittern gekommen. Dankeschön. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Schon erwähnt, die letzten Auftritte gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte, die manchmal ein bisschen schwierig waren. Heute sehr ausgeglichene erste Hälfte. Woran lag es vielleicht noch? Also die fehlende Sicherheit, gab es noch Gründe, warum es vielleicht so zäher war als erhofft? Ja, das hat auch ein bisschen was mit dem Gegner zu tun, die uns einfach sehr, sehr gut attackiert haben, im Angriff sehr geduldig gespielt haben, gute Lösungen gegen unsere Abwehr gefunden haben. Nochmal, wir müssen sehr vorsichtig sein mit so Begriffen, Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte, weil in der sind wir ja Stand jetzt auch noch. Deswegen ist es, tun wir gut daran, da auch noch Demut walten zu lassen, aber trotzdem selbstbewusst aufzutreten. Und dieses Selbstbewusstsein haben wir dann erst wieder gesehen in der zweiten Halbzeit, als ein paar Aktionen dann wirklich für uns liefen. Sehr umkämpft, das Stichwort fiel auch schon. Vielleicht noch ein Kommentar von beiden Trainern zu einigen Szenen oder auch vielleicht zu der roten Karte. War es manchmal drüber, definitiv? War die Karte gerechtfertigt? Das ist, wenn die Frage auf mich gezielt war, ich finde, dass das ist schwer für uns zu beobachten und genau sagen jetzt nach dem Spiel, okay, war die rote Karte berechtigt. Manchmal ist das klar, manchmal nicht. Es geht so schnell, so ich kann die nicht irgendwie jetzt komplett analysieren, die Szene. Aber was ich sagen möchte, ja, wir müssen einfach immer wieder mehr versuchen, mehr zu investieren als unsere Gegner. Ja, und wenn wir das schaffen, dann passiert manchmal solche Situationen. Es ist halt in Handball so, aber ähnliche Situationen gab es auf beiden Seiten, weil auch Erlangen, die haben auch präsent gespielt in Abwehr und es kommt halt in Handball manchmal dazu, dass es knallt. Und ich habe auch kein Problem. Ich finde, die Schiedsrichter haben das Spiel gut geleitet und so sollte das auch laufen. Ich finde, es ist manchmal schwierig, wenn ihr Journalisten uns fragt, ist das jetzt rote Karte oder nicht, weiß ich nicht.
muss ich auch. Ja, ich sehe das ganz ehrlich. Ich meine, Norton hat letztes Jahr so die Klasse gehalten. Das ist Abstiegskampf. Und das ist auch das, was wir ja auch leisten wollen. Und ich meine, wir Handballer feiern uns immer dafür, dass wir Härte wegstecken. Und dann können wir jetzt hier nicht als Trainer sitzen und sagen, das war zu viel oder war zu wenig. Die einzelne Entscheidung, rote Karte, nicht rote Karte, wie er schon gesagt hat, das können wir hier nicht beurteilen. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen, unseren Gästen, natürlich noch einen guten Heimweg. Dankeschön. Danke.